In der heutigen Geschichte geht es um dramatische Austicker. Ich habe im Deluxe-Büro den Tisch umgeschmissen, hab gesagt niemals. Gekränkte Künstler. Gechartet ist es nicht, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und eine Plattenfirma, die ein paar der besten Rapper Deutschlands unter Vertrag hatte. Und trotzdem keinen großen Erfolg feiern konnte. Das Label ist das mit der schwarz-weißen Plattenkiste als Logo. Heute geht es um den Aufstieg und Fall von Deluxe Records. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Samy Deluxe ist und bleibt einer der einflussreichsten Rapper Deutschlands, der vor allem Anfang der 2000er die deutsche Hip-Hop-Szene revolutioniert hat und selber zu einem absoluten Superstar wurde. Album über Album, Projekt über Projekt, egal was Samy berührte, es wurde Gold. Und der Hamburger Rapper mit der großen Klappe konnte riesige Erfolge feiern. Und genau da beginnt die Story von Deluxe Records, die Plattenfirma, die damals von Samy Deluxe gegründet wurde. Am Anfang der 2000er war es extrem beliebt für größere Rapstars so wie Kool Savage, Sido, Bushido, Azad sogar und Samy Deluxe eigene Plattenfirmen zu gründen, auf denen kleinere Künstler gesigned wurden. Der Plan war immer, die kleineren Künstler mit dem Fame des jeweilig größeren Künstlers aufzubauen. Und im besten Fall sollten diese kleineren Künstler dann irgendwann mal so aufgebaut sein, wie eben die größeren Künstler und alle könnten gemeinsam erfolgreich sein. So sehr auch Bushido im Nachhinein mit seinen ganzen Eskapaden peinlich wurde und sich auch sämtliche Signings von seinem ehemaligen Plattenlabel Erst Guter Junge gegen ihn gestellt haben, so sehr muss man ihm eines lassen. Das Grundprinzip des geteilten Erfolgs war kein dummes und Rapper aus seinem Camp zum Beispiel wurden auf jeden Fall eine kurze Zeit an seinem Erfolg beteiligt. Wie der Name des Videos schon verrät, Deluxe Records war leider kein großer Erfolg. Aber die kleine Plattenfirma aus Hamburg hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Einfluss auf Deutschrap gehabt, den man damals noch nicht erahnen konnte, aber den man zum Teil sogar noch immer fühlt. Gerade am Ende des Videos werde ich dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Aber bis dahin, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt und meinen Kanal abonniert. Wenn euch das Video natürlich gefällt. Im Jahr 2003 gründete Samy Deluxe Deluxe Records als Sublabel von Capitol Records und begann erste Rapper aus Hamburg zu signen. Bei Deluxe Records waren meines Wissens nach auch ein paar Produzenten und Grafiker beteiligt. Zur Einfachheit des Videos werde ich mich nur auf die Rapper von damals konzentrieren. Die ersten Rapper, die von Samy gesigned wurden, waren Illo The Shit, den Samy noch aus der Eimsbusch-Zeit kannte, und die dreiköpfige Rap-Crew Headliners. Da alle Künstler aus Hamburg kamen, gründete Samy eine Unterabteilung in seinem Label namens Hamburgs Finest, unter der verschiedene Mixtapes und Merchandise mit ausschließlich den Rappern aus Hamburg verkauft wurden. Für die Jüngeren unter euch, die sich jetzt fragen, was ist ein Mixtape? Das ist so ein bisschen was wie ein Album, das damals produziert wurde, aber die Idee war eben, es hat keinen roten Faden und ist so unglaublich mit Liebe produziert, so wie ein Album, sondern halt einfach nur ein Tonträger mit einem Haufen von Songs, die zusammengewürfelt wurden. Und es ging weniger um Inhalt, sondern eher um Output. Also quasi wie heutzutage eine Spotify-Playlist in CD-Form von einem Künstler. Wirklich unglaublich weltbewegend waren diese Mixtapes nicht, aber trotzdem auf jeden Fall unterhaltsam und sehr, sehr wichtig für Deluxe Records vor allem. Illo und Headliners habe ich damals als Samy Deluxe Fan auf jeden Fall gefeiert. Nur hier begannen schon die ersten Probleme mit Deluxe Records und Hamburgs Finest. Das größte Problem, was sich damals schon angebahnt hat, war das Thema Marke. Sowohl Illo als auch die Headliners waren, wie gesagt, solide Rapper, klangen aber sehr ähnlich wie Samy Deluxe selber. Das könnte natürlich ein guter Startpunkt sein, um gerade die Fans von Samy anzusprechen, aber wenn ihr eines verstehen müsst, was die Mitte der 2000er angeht, dann, dass Gangster und Street Rap komplett die gesamte deutsche Hip-Hop-Industrie übernommen hatten. Hamburgs Finest und Deluxe Records sollten trotzdem ein größeres Spotlight bekommen mit dem Label-Sampler Let's Go. Der 2005 mit Hilfe der gleichnamigen Hitsingle auf Platz 26 in die deutschen Charts einstieg. Die Single Let's Go ist einfach immer noch eines der krassesten Double-Time-Rap-Songs aus dieser Zeit. Der Label-Sampler an sich ist ganz okay. Ich persönlich habe einfach super viel Nostalgie für Let's Go. Aber hier geht leider schon eine Sache. Die Platte und das Label wussten damals einfach nicht genau, in welche Richtung sie gehen wollten. War der Fokus wirklich nur auf Hamburg, um hier eine Fanbase zu erschaffen? Sollten die Rapper sich von Gangstern abgrenzen und somit auch ältere Hip-Hop-Fans ansprechen? Gerade dafür klangen die Beats und Texte nämlich doch ein Ticken zu hart, beziehungsweise nicht nach typischen Oldschool-Boom-Bap-Songs. Die Ziellosigkeit
Wichtigkeit von Deluxe Records als Plattenfirma merkt man vor allem im nächsten Schritt, der damals passiert ist, der gleichzeitig jetzt schon für das Ende der Plattenfirma gesorgt hatte, aber eben auch dafür sorgte, dass das Label mit der Plattenkiste Deutschrap für immer geprägt hat. 2006 signte Samy Deluxe nicht einen, nicht zwei, sondern 5 Acts auf Deluxe Records, nachdem zuvor nur Illo und die Headliners über das Label gesigned waren. Folgende Rapper wurden gesigned und jetzt, Leute, wird's echt interessant. Der Street-Rapper Blade aus Köln, Manuelsen, ja genau der Manuelsen, und Snagger und Pillard aus dem Ruhrpott und Ali Ass aus München. Außerhalb von Blade, der nicht mal ein Album über Deluxe veröffentlichte, sind Manuelsen, Ali Ass und Snagger und Pillard extreme Hausnummern in der Szene, und zwar immer noch. 2007 signte Samy auch noch Tua, ein absolutes Ausnahmetalent, den ihr mittlerweile sicherlich als Solo-Künstler, aber auch eben als Mitglied von The Austins kennt, und hatte somit ein Roster an Newcomern am Start, die alle das Potenzial hatten, Deutschrap zu prägen, was eben auch viele gemacht haben. Aber dazu gleich noch mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum mit solchen Artists ist Deluxe Records kein Erfolg gewesen? Und jetzt wird's leider etwas ungemütlicher. Erste Schwierigkeiten und potenzielle Differenzen traten bei den Album-Releases von den Headliners und Illo auf. Diese waren jahrelang mit Samy unterwegs gewesen und sollten nun ihre Alben veröffentlichen. Das Headliners-Album, das Album zum Film, welches Ende 2006 erschien, war ein unglaublicher Flop. Ich war selber ein riesiger Fan von Deluxe Records und Samy, aber selbst ich hatte kein Interesse an diesem Album. Und meines Wissens nach haben die drei Rapper seit diesem Release nie wieder irgendetwas veröffentlicht. Illos Debütalbum Wer wär nicht ich wurde auch mit großem Tamtam angekündigt, stieg aber bei der Veröffentlichung 2007 gerade mal auf Platz 97 der Charts ein, was Illo in Interviews offensichtlich sehr ankäste. Seitdem hat auch er sich komplett aus der Rap-Szene herausgezogen und betreibt eine internationale Modelagentur. Hamburgs Finest hat einfach solo null funktioniert. Samy hat jetzt aber währenddessen über die Jahre noch eine Sache gemacht, die der Plattenfirma auf jeden Fall viel Kohle reingebracht hat und die ganzen Projekte finanziert hat, und das war die Veröffentlichung von Mixtapes. Über Deluxe Records erschienen nämlich nun zwar keine Alben von Samy, aber stattdessen Mixtapes, das erstens Samy musikalischen Output hatte und zweitens das Label finanziell abgesichert blieb. Als Fan kann ich sagen, die Qualität der Mixtapes war etwas durchwachsen. Das war eben genau die Zeit, wo Sam so in dieser Anglizismen-Bling-Bling-Dirty-South-Ära war, und lyrisch gesehen war er auf jeden Fall nicht auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere. Das hat er aber mittlerweile selber oft zugegeben, und ich bewerte dementsprechend diese Stücke mit einer gewissen Mischung aus Nostalgie und Belustigung. Aber was genau ist mit den anderen Artists passiert? Snagger und Pillard verkündeten offiziell 2008 ihre Trennung mit Deluxe Records. Ihr Album Zur Liebe zum Spiel verkaufte sich für ein Indie-Label sehr gut. Aber scheinbar waren sie trotzdem unzufrieden mit dem Erfolg und versuchten es, leider noch erfolgloser, auf eigene Faust mit eigenem Label, bevor sich die beiden auch irgendwann mal trennten. Manuelsen hatte schon 2006 mit Inshallah ein sehr solides Album abgeliefert. Aber auch er verließ Deluxe Records in typischer Manuelsen-Manier. Laut ihm standen Samy und das Label nicht hinter den ganzen Street-Rappern, die Manuelsen hinter sich im Rücken hatte. Und es gab hier schon auch im Gegensatz zu den anderen Künstlern einen dramatischen Abgang vom Label. Ich mach das Album, ich schreib das ganze Album, ich mach. Ich leg das bei Deluxe vor, Deluxe sagt, boah, krass, machen wir. Aber Deluxe Records hatte keinen Bock auf meine Crew. Guck mal, wir wollen dein zweites Album machen, wir machen das gerne. Aber wir haben keinen Bock auf die Kanaken, die du mit dir rumschleppst. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich habe im Deluxe-Büro das Studio umgeschmissen, also den Tisch umgeschmissen, bin rausgegangen, hab gesagt, niemals, hab mich für meine Jungs entschieden. Was aus Blade geworden ist? Keine Ahnung. Der Kölner Rapper hat kaum Songs veröffentlicht. Es wurde aber damals auch sehr vage gehalten und ich konnte einfach wirklich gar nichts online zu diesem ganzen Thema finden. Es ist sogar schwer geworden, irgendwelche Songs von ihm zu finden. Deswegen bleibt da einfach nur eine Fußnote von Deluxe Records Weirder History. Dezember 2008 veröffentlichten die Last Man Standing Ali Ass, Tua und Samy Deluxe einen gemeinsamen Label-Sampler namens Liebling, ich habe das Label geschrumpft, der zwar kaum an die Erfolge des ersten Let's Go-Samplers ran,
ankam, aber im Nachhinein doch ein sehr interessantes Soundbild zeigte. Gerade da Tua hier auf ihm sehr unübliche Beats rappte. Doch leider war dieser Sampler einer der letzten Veröffentlichungen von Deluxe Records. Bevor die Plattenfirma endgültig geschlossen hat, gab es vor dem Sampler noch ein Soloalbum und danach. Ali As, der mittlerweile recht bekannte Künstler aus München, veröffentlichte das Album Bombe, das leider finanziell auch floppte und trotz seiner Punchline-Dichte durch den eher poppigen Sound nicht wirklich gut bei den Fans ankam. Und dann 2009, kurz bevor alles zu Ende war von Deluxe Records, kam Tua mit seinem Album Grau. Ich halte mich jetzt super kurz, weil ich ein ganzes Video zu diesem Album gemacht habe, aber Grau ist einfach ein Meisterwerk und immer noch aktuell eines der besten Deutschrap-Releases aller Zeiten. Wenn ihr mehr zu Grau hören wollt, dann klickt auf jeden Fall mal auf meinen Kanal, da habe ich ein ganzes Video dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Leider floppten auch diese Alben und nach dem Abgang von Tua und Ali As beendete Sammy diese Zeit seines Lebens 2009 mit der Schließung von Deluxe Records und einem Mixtape namens Der letzte Tanz, welches wahrscheinlich einer der besten Mixtapes der gesamten Deluxe Records Ära bleiben wird. Eine Sache habe ich jetzt noch nicht angesprochen und das ist Deluxe Zoom. Und wie ich finde, neben den Signings von diesen ganzen damals noch kommenden Deutschrap-Größen, eines der wichtigsten Meilensteine, die Deluxe Records für Deutschrap in irgendeiner Form gebracht hat. Deluxe Zoom war ein Video-Vlog-Format, bei welchem die jeweiligen Acts ihren Alltag mitgevloggt haben, um so auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, okay, ist doch normal. Aber das war es nicht, denn nicht nur ist Deluxe Zoom das allererste Format, welches in Deutschrap den Influencer-Marketing-Gedanken aufgenommen hat, sondern kam sogar vor Videos auf YouTube auf der Deluxe Zoom-Webseite zum Streaming heraus. Damn, ich besitze sogar noch die erste und einzige Volume von Deluxe Zoom auf DVD. Auf viele Arten, was zum Beispiel mit Deluxe Zoom und der Promo und eben den Künstlern anging, war Deluxe Records seiner Zeit ziemlich voraus. Aber eben 4 bis 5 Jahre vielleicht zu früh. Wäre die Plattenfirma später entstanden, mit den gleichen Artists und den gleichen Möglichkeiten über Social Media sich zu promoten, wäre diese Plattenfirma vielleicht ähnlich wie Chimperator in den 2010ern ein erfolgreiches Projekt gewesen. Dem war nicht so. Aber ich lasse am besten einfach Sammy selber sagen, was das Problem war. Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe super viel menschlich und musikalisch irgendwie und businessmäßig dadurch gelernt. Aber habe eben auch gelernt, dass ich überhaupt kein Businessmann bin und dass ich gar keinen Bock auf den Scheiß habe. Danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich bin mal gespannt, ob es ein paar von euch gibt, die sich noch an diese Zeit erinnern können. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn es so ist. Lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal gilt... Schwierig, schwierig.